So, wir sind jetzt auf dem Stand von Kreativ angekommen und das ist derselbe Stand wie Roberts Radio auch und wir wollen uns aber jetzt ein wenig über die Kreativ-Produkte unterhalten und speziell auch über das neue Regalsystem Boxit. Vielleicht sagen Sie uns ein paar Worte über dieses neue innovative Regalsystem. Also bei uns ist es so, wir sind seit 30 Jahren im Thema HiFi-Möbel aktiv und versuchen da natürlich auch immer uns weiterzuentwickeln, was wir mit dem neuen Boxit phänomenal geschafft haben. Wir haben das erste HiFi-Rack entwickelt, was an der Wand zu befestigen ist und gleichzeitig sogar noch zu öffnen ist. Das heißt, man kann problemlos die Kabel tauschen. Von hinten hat man Zugang zu jeder Komponente, die in dem Rack verbaut sind. Und das war der Grundgedanke, wie das neue Boxit-System sich bei uns in den Köpfen zurechtgesetzt hat. Wir haben das, wie ich finde, sehr schön umgesetzt. Das heißt, wir haben nicht nur die gesamte Entwicklung kombiniert mit modernem Design, das heißt, man kann es wunderbar in jeder modernen Wohnsituation unterbringen, sondern haben auch Systeme kreiert auf Grundlage dieses Boxes, die man als Standalone-Variante nutzen kann. Das heißt, hier ist es auch kein Problem, ein Rack freistehend im Raum oder auch an die Rückwand oder an eine allgemeine Wand zu stellen. Das heißt, das Boxsystem muss nicht immer zwingend an der Wand befestigt sein und da haben wir sehr, sehr viele neue Entwicklungen geschaffen, die es uns ermöglicht haben, die moderne Wohnsituation zu kombinieren mit dem Besten, was man technisch für die HiFi und Stereo-Komponenten tun kann. Jetzt ist es oft so, dass man in der High-End-Landschaft oft sehr schwere Endstufen hat, ganz schwere Komponenten. Wie schaut es mit der Stabilität aus von diesem Regalsystem? Weil es sind ja Scharniere, es sind Klappmechanismen. Können Sie uns irgendwelche Angaben zu der Belastbarkeit sagen? Also grundsätzlich ist es so, dass wir bei der Belastbarkeit, genauso wie bei jedem Rack, individuell mit dem Kunden schauen, was kommt in dieses Rack rein, was können wir dem Kunden garantieren. Wir garantieren dem Kunden in der Regel immer eine Belastbarkeit von 30 Kilo pro Ebene. Das heißt, wenn wir eine Box als Beispiel nehmen, wären das 30 Kilo auf der Box, 30 Kilo in der Box, insgesamt also eine Belastbarkeit von 60 Kilo. Die garantieren wir, wie gesagt, standardmäßig eigentlich immer. Wir gehen aber mit jedem Kunden vordergründig das nochmal durch, was für Komponenten er einsetzt, damit da auch nichts schief gehen kann. Und grundsätzlich ist es so, dass eigentlich keine Endstufe zu schwer ist für das Boxit, weil wir da natürlich auch mit Stabilisatoren und weiteren Dingen arbeiten können, mit mehreren Gelenken, sodass wir das perfekt auslegen. Okay, ich sehe schon, also gewichtsmäßig überhaupt kein Problem. Wie schaut es denn mit Dekor und mit Design aus? Weil es gibt ja unterschiedliche Wohneinrichtungen natürlich und das soll ja zu dem Rest des Wohnraums oder des Hörraums passen. Wie viele Varianten gibt es denn, wenn man das so grob sagen kann? Oder kann ich sogar vielleicht nach Wunsch mir irgendwas zusammenzimmern lassen? Also Varianten, wenn ich die alle aufführen würde, dann würden wir, glaube ich, morgen noch hier stehen, weil ich erstmal lange nachdenken müsste. Grundsätzlich ist es so, wir haben 6 Standardfarben, wir haben auch Standardhöhen und Standardmaße der Boxen. Bei uns ist es aber kein Problem, jedes Boxsystem nach Kundenwunsch individuell zu gestalten. Das heißt, wir können auch 2 Racks nebeneinander, eine doppelte, Dreifachbreite in verschiedenen Maßen fertigen. Genauso ist es bei den Oberflächen. Bei den Oberflächen sind vordergründig auch keine Grenzen gesetzt. Das heißt, wir können jeden Ralton als Lackierung wählen. Wir können aber auch verschiedene Holzdekore und sonstiges wählen. Da sind wir sehr individuell für den Kunden unterwegs, damit es nach Möglichkeit in jede Wohnsituation perfekt integriert werden kann. Okay, prima. Das hört sich alles sehr gut an und ich denke mal, so die wichtigsten Fragen sind schon mal geklärt und ich sage vielen Dank für das Interview. Gerne. Gut.